Ahoi Ninja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem weiteren Video von Skull and Bones. Das Finale der Season 1 steht an. La Peste in seiner Festung. Ich zeige dir alle Mechaniken und die effektivsten Taktiken, um das Finale der Season 1 erfolgreich zu meistern. Als Bonus reden wir über ein aktuelles Problem, was Skull and Bones betrifft und wie es euch schaden kann. Und vor allem, was ihr dagegen tun könnt. Ich bin Nietzsche. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Liebler Pest ist zurück und das mit seiner gesamten Flotte sowie einem Giftturm, der fälschlicherweise als Festung bezeichnet wird. Den Turm könnt ihr mit ein paar Schüssen ausschalten. Die Flotte selbst stellt auch kein Problem dar. Die gesamte Flotte ist anders als im restlichen Indischen Ozean nur Level 8. Allerdings solltet ihr weiterhin auf die Suicide Doves aufpassen, diese verursachen weiterhin erheblichen Schaden und tauchen unregelmäßig auf. Bevor ich jetzt allerdings weiter auf die Mechaniken eingehe, möchte ich dir erst noch ein paar weitere Tipps geben. Versucht es nicht alleine, sondern sucht euch einen vollen Server oder schnappt euch eure Freunde. Alleine werdet ihr das aufgrund des geringen Zeitlimits von etwas über 10 Minuten auf keinen Fall schaffen. Solltet ihr keine Freunde haben und eure Server einfach immer leer sein bzw. keiner kümmert sich um dieses Kopfgeld, ist es die einfachste Methode, einfach auf Twitch nachzuschauen. Sucht euch einen Streamer raus, der aktuell La Peste farmt und fragt, ob ihr einfach beitreten könnt. Philipp La Peste Pest-Mechaniken haben sich kaum verändert. Er verschießt weiterhin Mörsern, und zwar in einem Bereich zwischen 150 und 320 Metern. Ihr müsst also entweder unter 150 Meter oder weiter weg als 320 Meter entfernt sein, um in Sicherheit zu sein. Als zusätzliche Mechanik leuchtet La Peste gelegentlich zwischendrin auf. Dann solltet ihr weiter als 200 Meter von ihnen entfernt sein, denn kurz nach dem Aufleuchten versprüht er ein Gift, das sich mit ihm mitbewegt und dabei extrem Schaden verursacht. Aus diesem Grund solltet ihr euch ungefähr an die 320 Meter Marke orientieren. Wenn ihr auf eure Kuh hört, sagt sie euch genau, wann La Peste am Heck verwundbar ist und ihr so das Gift deaktivieren könnt. Dazu müsst ihr nur das Fass am Heck von La Peste zerstören. Aus diesem Grund solltet ihr auch immer möglichst hinter La Peste sein. Dadurch habt ihr seine Schwachstelle immer vor euch und er kann nicht mit seiner Giftwolke direkt auf euch zusteuern. Konzentriert euch hauptsächlich auf La Peste selbst. Denn das Zeitlimit ist echt knapp bemessen. Der Turm und die anderen Schiffe sterben wahrscheinlich aufgrund der Masse der Spieler von fast ganz automatisch. Passt nur wie gesagt auf die Suicide Doves auf. Aufgrund, dass ihr mindestens 320 Meter entfernt sein sollt, sind natürlich Waffen, die nur im Nahkampf funktionieren, extrem ungeeignet. Dazu zählen vor allem die Samasamas. Torpedos sind ebenfalls ungeeignet bei der Masse der Spieler, da sie meistens nur von euren Verbündeten abgefangen werden. Gut hingegen sind dafür die langen Neuner sowie die Karonaden. Brandbombarden und auch die Dardanellenartillerie sind ebenfalls eine valide Option. Eure Leichen werden tief unter meiner Festung verrotten.
sind auf dem Weg! Unsere Segel wird den Horizont verdunkeln! Meine Seuche, Piraten! Es ist nichts! Wir freuen uns an Schmerz und Siegtum.
vorbei! Hafez hat noch ein Ass im Ärmel! Pass auf! Große Zahl von Schiffen gesichtet! Am Heck, Captain! Captain, deine Schatzkarte! Das Glück ist uns voll! Diese Rohmaterialien bringen uns ein hübsches Sümmchen ein, Captain! Wenn ihr in letzter Zeit auf den sozialen Medien unterwegs wart oder in einigen Discords, habt ihr garantiert schon derartige Screenshots gesehen. Ich bin keiner, der sofort Dupe schreit oder dergleichen, aber es ist inzwischen bewiesen und auch bestätigt, dass es leider eine Dupe-Möglichkeit in Skull & Bones gibt. Ganz deutlich wird es, wenn Spieler, die nicht mal 200k XP haben, derartige Rohstoffe besitzen bzw. Waffen und Ausrüstung. Aus diesem Grund haben viele Discord und andere Handelsplattformen den Handel derzeit deaktiviert bzw. die Handel-Channels. Um die Förderung und Verbreitung dieser Dupes natürlich nicht weiterhin zu fördern, solltest du aus diesem Grund keine Gegenstände kaufen. Natürlich dient das auch dem Schutz eures eigenen Accounts. Was haltet ihr vom Season 1 Finale und habt ihr schon alle Skins gesammelt? Ich persönlich hatte mir mehr erhofft, eine richtige Festung oder dergleichen. Leider ist es nur ein Turm und eine neue Giftmechanik. Sonst haben wir das alles schon in der Season 1 gesehen. Nur nicht alles zusammen auf einen Fleck. Da Pest mehr HP zu geben und sein Level auf Level 13 zu erhöhen, finde ich maximal unkreativ. Aber die Skins sehen gut aus und ich werde sie mir bestimmt noch alle erfahren. Nur knapp 10% von euch haben bis jetzt meinen Kanal abonniert. Dies könnt ihr ändern, indem ihr jetzt den Abonnieren-Button erntet, um kein weiteres Video zu verpassen. Besonderes guten Loot bekommen diejenigen von euch, die zudem ein Like dalassen. Ich bin Nietzsche und don't forget, we are the Shadow.